Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nuck. Wir sind stehen geblieben im Katharina Battle. Die hat nämlich ihren Tag. Und Kapitel L5, Katharinas Mech. Und da wollen wir gleich mal weitermachen. Wir wurden vergiftet, aber das soll uns nicht davon abhalten, die zu schlagen, weil hallo. Die hat nur einen billigen Roboter. Wir sind die ultimative Waffe. Boom! Kein Problem für uns. Oh, 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 oh. Wir sollten doch schon aufpassen, ob die jetzt abfeuert oder nicht. Aber... Jo, passt soweit. Wir haben wieder etwas mehr Gesundheit. Finde ich gut. Dann begeben wir uns doch mal gleich ins Battle hinein. Bumm! Gar nicht erst zum Zuge kommen lassen. Beste Sache. Beste Angriff, beste Verteidigung ist Angriff, natürlich, wie immer, gell? Bum, bum, bum! Und sie flüchtet schon wieder. Das ist aber ein ziemlich feiges Verhalten. Soll sie halt mal an einer Stelle stehen bleiben und sich eben geschlagen geben, meinetwegen. Wenn sie denkt, dass sie nicht gegen uns gewinnen kann, soll sie schon offen zugeben. Fände ich besser. Und wo ist mal wieder mehr Sonnensteine? Und Relikte auch noch, wenn es sie gerade dazu gibt. Puh, ja, das habe ich zu spät gemerkt. Sorry, Leute. Aber die feuert echt nur geradeaus. Das heißt, ziemlich einfach eigentlich. Da die nicht zur Seite feuert. Ja, genau. Das kann ich auch, Kleine. Was du kannst, kann ich schon lange. Bum, bum, bum. Und der dritte Treffer. Adieu, meine Teure. Bereit machen zum Abflug. Er hat den Schlüssel. Na, dann müssen wir ihm wohl einfach folgen. Zu den Seilen! Sie ist am Leben. Ich gehe sie holen. Wir können nicht warten. Dann geht. Victors Airship, Victors Luftschiff. Doktor, kommen Sie! Klettert ohne mich weiter! Nick, du musst den Schlüssel finden und ihn dann vernichten! Doktor, komm und rette mich. Bitte. Treten wir aufs Gas, Lukas. Retten wir die Welt und außerdem eine gewisse Dame. Ja klar, wenn die Frau ruft, dann kommt man natürlich gleich. Ja gut, dann haben wir uns ein bisschen ablenken lassen hier, ne? Also ich war nicht dran schuld, es war die Schnulze gerade eben. Ja gut, das war nicht ich, das war Neck. Das war eindeutig Neck schuld, Leute. Versteht ihr doch, oder? Bum. Bum. Okay, nicht. Ja, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Oder sollten wir uns nicht allzu oft treffen lassen.
Ja gut, das ist ein guter Anfang bis jetzt. Einmal getroffen, ja, guter Anfang. Einmal getroffen, guter Anfang, jawohl. Best Comedy ever. Naja, aber jetzt haben wir nochmal zwei Schläge in petto, die wir kassieren können, ohne zu verrecken. Da vorne ist was, genau. Ja, aber die erwischen uns nicht, deswegen kein Problem. Ja, immer aggressiv. Sei nicht so aggressiv, Kleiner. Du kriegst dein Mittagessen schon auch so. Ja, die müssen wir leider wahrscheinlich besiegen, gell? Ja gut, aber die sind auch ziemlich einfach. Entschuldigung. Ich würde die gern durchgehen, ne? Also, Wegblockieren geht hier gar nicht. Pass auf die Laserstrahlen auf, Neck. Ja, ach nee. Als ob ich die jetzt wirklich... Wett nicht, wer da gerade fast reingerannt. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich bin da fast gerade reingerannt. Oder ich bin da gerade fast reingerannt. So hört sich's natürlich nach besserem Deutsch an. Ja, wir können noch einen Treffer ab, aber danach ist wirklich Sense. Aber da vorne sehe ich auch schon Relikte, deswegen kein Problem. Und da hinten habe ich auch noch was in der Ecke gesehen. Ja gut. Wurde ich halt mal getroffen, ne? Also... Kann auch mal passieren, ne? Bam. Jetzt stellen wir uns aber besser an, okay? Nicht mehr treffen lassen. Und einfach durchlatschen. Klar. Nicht mehr treffen lassen. Was passiert? Wir wurden so gleich getroffen. Direkt eine Sekunde danach. Oder schon zur selben Zeit eigentlich. Das kommt davon, wenn man blind auf irgendwas drauf loslatscht. Ach, auf die Sonnensteine können wir jetzt mal verzichten. Gehen wir einfach unseres Weges. Die muss uns natürlich erwischen. Und die auch. Ich kann einfach nicht springen. Ich gehe einfach radikal drauf los. Ich gehe wirklich radikal drauf los. Ich könnte mich selbst ohrfeigen, Mensch. So viele Treffer hätten vermieden werden können, wenn ich einfach mal schlauer gewesen wäre. Komm, mach deinen Move. Und jetzt, bam. Tja, so ist das Leben, ne? Verstehst du schon. Ich habe nichts gegen dich, ich habe halt bloß was dagegen, wenn mir jemand in den Weg steht. Und das hast du halt gerade leider gemacht. Sonst hätte ich nichts machen müssen. Tarnak ist zurück. Yeah! Ja gut. Aber bringst du es jetzt hier so, weil bei den Gegnern... Ja gut, es sind kleine Gegner, da passt es schon einigermaßen. Ach komm, ich bin da doch nicht reingelatscht. Bitte, was? Wo soll ich da bitte schon reingelatscht sein? Also ich glaube, mein Schwein pfeift, Mann. Naja, dann machen wir eben hier auf Tarnak. Damit wir hier auf jeden Fall nirgendwo... mit dem kleinen linken C reinlatschen, ne? Weil, ja, das Spiel erkennt es natürlich immer. Wir sind reingelatscht, eindeutig. Und die müssen wir jetzt nur noch einmal hitten. Und schon sind sie weg vom Fenster. Dann wollen wir mal hier durch diese kleine Öffnung rein. Stimmt hier. Und jetzt geht es nach draußen. Okay. Ja gut, jetzt nehmen wir auch mal etwas mehr Frischluft mit. Jetzt nehmen wir mal etwas mehr Frischluft mit. Und ein paar Gegner nehmen wir auch mit, wie immer natürlich. Ja gut. Bam. In der Luft noch getroffen. Ah, das sendet einfach nur so eine Schallwelle ab nach unten. Haben wir jetzt auch mal gesehen. Also schöne Sache. Sonst gibt es hier nicht allzu viel mehr zu holen. Ja, die latschen mir einfach mal hinterher. Und ab nach draußen.
Ziemlich windig. Lukas, pass auf, dass du nicht über Bord geweht wirst. Ja, du sagst, Kleiner. Du sagst es. Oder du sagst es eben Doc, weil der Kleine ist ja Lukas in dem Fall. Und Doc der Große und Neck der Superriesen mega Große. Holen wir uns erstmal wieder Relikte, weil ich merke schon, und die Lebensanzeige ging ziemlich den Bach runter. Immer schön gegensteuern, weil ansonsten fliegen wir wirklich runter. Es ist nicht nur windig allgemein, sondern die Ventilatoren üben auch mit Absicht Wind auf uns aus. Ja, den müssen wir wieder manuell treten. Klar. Aber ja gut. Passt schon. Na, die Roboter hier wieder. Die mit ihren Rollmoves. Ja gut, wenn die immer doppelt werfen, dann muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich denke, das haben wir jetzt. Also passt. Seht ihr, wenn man es einmal weiß, dann kein Problem mehr. Die Level werden irgendwie nicht wirklich schwerer, das finde ich gut. Aber das hat halt eigentlich zu bedeuten, dass der Anfang auch schon schwer war, oder? Ja, eigentlich schon, gell? Aber naja, was soll's. Wir haben es ja überstanden, deswegen kein Problem. Oder das steigert sich ja eigentlich nur echt langsam, sodass man es kaum merkt. Wer weiß. Ryder. Onkel. Oh, jetzt nerven die Kleinen schon wieder. Wir trauern gerade um einen verlorenen Mann. Oder ist er überhaupt schon verloren? Wer weiß. Vielleicht gibt es ja noch Rettung. Ja, und der feuert einfach ab. Den juckt es gar nicht. Der hat unendlich viele Speere. Ich glaube, das sind so Lichtspeere, oder? Ja, die erstellt er erstmal selbst und dann... Jo, freut er sich erst ab. Schalten wir das erstmal aus, weil, hallo, das brauchen wir nicht. Und wieder hier, weil immer auf Nummer sicher gehen, kann ja immer was passieren. Sollen wir hier das Risiko eingehen oder kämpfen wir als den Kleinen? Ach, gehen wir das Risiko ein. Weil ein Treffer und wir wären sonst Schrott. Warten wir eben ein bisschen. Bis die Dinger sich wieder weiter gedreht haben. Und ja, so geht das, Leute. So geht das. Und jetzt geht's wieder Treppen hinunter. Naja, wenn sie unbedingt so wollen, dann meinetwegen habe ich nichts dagegen. Hier müssen wir eh klein sein, deswegen passt schon. Zuerst gehen wir die Treppen hoch, um sie wieder runter zu gehen. Sehr sinnvoll. Naja, was soll's. Jetzt gehen wir wahrscheinlich wieder unten zum Bug des Luftschiffes. Und dann wollen wir mal schauen, was da so abgeht. Vieles, hoffe ich jetzt mal. Weil ein bisschen Action wäre schon cool. Ja, hier fällt man leicht runter. Kann man so nebenbei mal sagen. Zum Glück sind wir es jetzt nicht, aber ich hätte es mir schon vorstellen können, dass wir da gleich runterfallen. Kann hier alles noch kommen, ne? Erstmal den Knopf betätigen. Nein!
Was ist gerade passiert? Alle Teile scheinen am richtigen Platz zu sein. Aber sie sehen mich jetzt. Schluss mit dem Rumgeschleiche. Ja gut, ziemlich emotionale Zwischensequenz, aber zum Glück ist dem guten Alten nichts passiert. Dem guten alten Neck. Kapitel 12.2. Schluss mit Rumgeschleiche. Ja, bin ich auch ein Fan dafür, dass wir jetzt erstmal aufhören mit dem Rumgeschleiche. Und ich würde sagen, dann machen wir weiter im nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da, um mich zu unterstützen. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und ciao, Leute. Euer